Na gut, weiter geht's. Nee. Student, mein Lieber. Paulus Studentenpack, was morgens hier in Twitch-Channel rumhängt. So, welche Klasse wäre denn mal wieder dran? Schamane, ach cool. Schamane ist bei mir leider die schlechteste Klasse. Mit einem Durchschnitt von nur 5 Wins. Mal sehen, vielleicht die Runde ja besser. Die sind zumindest schon mal alle extrem stark, die Karten. Oh Mann, was soll man sich denn da entscheiden? Also die beste von den Karten würde ich eigentlich sagen ist Bomblobber. Allerdings, wenn wir jetzt den Corrupted Seer nicht nehmen und keinen Lightning Storm oder einen anderen Corrupted Seer oder irgendwas in die Richtung finden, dann ist dieses Deck einfach verdammt. Weil irgendeine Art von Boardclear brauchen wir. Ich hoffe einfach mal, dass wir noch irgendwas anderes finden. Ich nehme jetzt den Bomblobber. Es ist einfach die beste Karte von den dreien. Ja, hier ist auch wieder so ein Ding, ne? Axt oder Balfin? Beide saustark. Axt. Oh Mann, bisher ist es echt super. Dann nehmen wir den Totem Golem. Oh Mann. Das ist echt jede Entscheidung bisher war schwer. Also die ich bisher treffen musste. Shredder. Im Shredder kommen wir eigentlich nicht. Da geht nichts drüber. Ja, das ist wiederum deshalb schwer, weil die alle nicht so geil sind. Ja, mein Tidehunter. Doch ein relativ stabiler Two-Drop. Tja. Ey, wir haben sogar ein paar Murlocs. Ich nehme Sunwalker. Der Overload ist leider wirklich ein großer Nachteil in der Arena bei Schamanen. Selbst wenn du ganz viele Tunnel-Trucks hast und diese Unbound-Elementals, du kannst eigentlich nicht genügend Vorteile daraus ziehen, dass Overload sich irgendwie lohnt. Overload zerstört dir einfach die Kurve. Und die Kurve ist meistens das, was ein Deck in der Arena gut macht. Oh Mann, Bock Creeper oder Rockbiter? Beide so stark. Ja, aber Bock Creeper bockt die Arena momentan ganz schön krass. So, da haben wir jetzt die zweite Möglichkeit, den Corrupted Seer zu nehmen. Sehr schön. Nein, nicht Everything is Awesome. Da brauchen wir noch sehr, sehr, sehr viele mehr Murlocs. Das wird nicht passieren. Da haben wir den zweiten Shredder. Aber bisher sieht es echt gut aus. Was halt wirklich noch fehlt, ist Fire Limiter. Oder den Fire Guard Destroyer. Ja, den Nerubian Prophet. Find den nicht so stark, wie er gemacht wird, aber er ist auch trotzdem keine schlechte Karte. In der Regel kann man ein bisschen warten und den dann für 2 oder 3 Mana spielen oder sogar noch weniger. Wir haben mal noch einen Truck. Zweiter Nerubian Prophet. Nehmen wir einen Spellbreaker.
Oh Mann, die sind alle so gut. Power Mace. Wir haben zwei Schredder. Wir bekommen vielleicht noch ein bisschen Zeugs dazu. Und Hex. Yeah. Ja, ob die zwei Max ausreichen für den Tinkertown, wage ich mal zu bezweifeln. Von daher eher anbauen. Bei der Bockcreeper. Ja, Lava Shock ist leider nicht so flexibel einzusetzen. Von daher nehme ich mal einen Saboteur. Juggler. Brauche einfach noch ein paar Two-Drops. Also Krieger ist momentan eigentlich relativ stark. Abgesehen davon, dass Rogues auch stark ist, weshalb Ooze ziemlich gut ist, aber Krieger spielt keiner. Dann gibt es den MacWhopper. Life-Juggler. Das ist auch wieder schwierig. Die sind auch alle ziemlich gut in so einem Deck. Nehmen wir den mal als Late-Game-Karte. Bentang. Dann haben wir, na, noch ein Totem-Golem. Oh Mann, saugutes Deck. Überleg gerade, was fehlt eigentlich dem Deck noch so? Mir fällt nicht viel ein. Weites Hex. Drei Bockcreeper. Ach du Scheiße. Oh Mann, Evolve oder Think from Below? Ne, ich nehme eher das Think from Below. Wir haben auch zwei Totem-Golems. Oh Mann, wie gut. Also, ganz ehrlich. Nee, ich sag's nicht. Aber ich glaube, wenn da jetzt nicht viel Pech dazu kommt, sollte das weit kommen. Gerade überlegt, ob ich 12 predikte, aber. Nee, ich bin schon so oft damit auf die Schnauze gefallen, dass ich gesagt habe, ey, so gutes Deck und dann irgendwie drei Wins. Nee, so richtig wissen tut man es ja nie. Und wenn man einfach auf die Leute trifft, die einen da auskontern, dann bringt einem auch das beste Deck nicht nix. Nicht schon wieder ein Rogue, bin ich ja ganz froh drüber. Weiß nicht, Flametongue so früh am Anfang? Ich denke erstmal nicht. Erstmal sowieso ein paar Sachen finden, die ich so legen kann. Na, oh, sieht jetzt aber nicht nach einem saustarken Anfang aus. Haben wir zu wenig Two-Drop? Weil ja eigentlich Two-Drops haben wir genug. Three-Drop fehlt nur ein Four-Drop. Another night on the track.
Ach, da ist ein Knife-Juggler jetzt opfern. Ja, den traden will sein, traden. Das ist nicht so richtig gut. Aber damit ist Thing from Below schon mal zwei günstiger und kostet nur noch 3 Mana, wenn wir es finden. Na gut, nächsten Zug keine Hero Power. Ja, den No-No Overload lohnt sich nicht. Oh. 1-3 macht einfach genau gar nichts. Gerade wenn er eh schon was auf dem Board hat, wo er es einfach traden könnte. Das sieht aber wirklich nicht so gut aus gerade. Ah, fuck. Okay, geht Face? Was denn? Das verstehe ich nicht. Also Corrupted Seer würde dann mit dem auf alles 3 Schaden machen. Das heißt, wenn ich den jetzt hier trade und Corrupted Seer spiele, ist das Board frei. Der steht noch mit einer P da. Lohnt sich das? Nehmen. Dann kann ich sehen, ob ich nächsten Zug dann Flame Tank spielen will oder Bock Creeper. Ich denke, die Waffe hebe ich mir noch ein bisschen auf, bis ich den Shredder finde. Mehr Max habe ich ja nicht, oder? Ich glaube nicht. Was? Claw für einen Healing Totem? Okay, jetzt wissen wir, mit wem wir es hier zu tun haben. Mit einem Profi. Jetzt bin ich doch gewillt, Corrupted Seer zu spielen, oder? Ja, Value wird es dann nicht geben. Waffe will ich gerade nicht benutzen. Ich hätte natürlich auch einfach einen traden können, Bock Creeper spielen. Ich habe erst überlegt, ob ich mit dem angreife, weil ich hier zwischen einen Slam Tank Totem lege. Aber ich glaube, das hält ich mir wirklich auf, um dann vielleicht so eine ganze Reihe direkt zu traden, wenn er jetzt, weiß ich nicht, Einbug spielt oder so. Wobei ich dann auch mit Bumblobber. Tja, jetzt überlegt er lieber den 3-1er oder den 1-1er. Ja, ich glaube, das war's.
Überleg gerade, kann ich mit dem gerade angreifen? Ja, ne? Das war noch vom letzten Zug. Und tschüss. Ja, das war einfach. Lag aber auch daran, dass er nicht wusste, was er da macht. Oh, wieder gegen den Rogue. Ey, man spielt wirklich nur gegen Rogues Spawns. So krass. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit dem Deck besonders gut gegen Rogue bin. Würde mal sagen, ist eigentlich ein ganz guter Anfang. Mal gucken. What? Insane opening. Ist zu greedy, den erst zu traden, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der gut ist oder ob das einfach nur... Ah, ich glaube Tunnel Truck Stormforge ist zu langsam, oder? Vielleicht Sabotage Tunnel Truck? Nächsten Zug dann Stormforge und Ruby in What? Hey, Stroke? Okay, nee, geht auch nicht fest. Okay, nee, ja, ist einfach nur schlecht. Man weiß ja manchmal nicht, ob die genial sind. War das einfach nur schlecht? Behalt die Waffe aber noch. Ich habe da genug Taunts, dass ich jetzt nicht so panische Angst habe wegen meinem der Anzahl der AP, die ich noch habe. Ich werde dann nächsten Zug einfach den Bockcreeper legen. Das ist quasi dann der nächste Taunt. Ey, dieses Deck ist wirklich insane. Ohne Fire Elementar, ohne Fire God Destroyer, ohne irgendwelche Legendaries. Aber dieses Deck ist einfach schon krass. Was nicht heißen muss, dass ich damit 12 Wins schaffe. Aber dieses Deck ist einfach nur krass. Man kann auch einfach mal
drei Runden Pech haben. Das passiert. Shit happens. Ich glaube, der Haas Arena Score ist mit der höchste, den ich je hatte. In den, weiß ich nicht, 500 Runs oder wie viel es sind, die ich gerade auf Haas Arena eingespeichert habe, ist das vom Score her das Beste, glaube ich. Mal nachgucken. Kann sein, dass es nicht stimmt. Aber es gehört wahrscheinlich mit zu den oberen 5 oder sowas. Mal gucken. Doch, das ist das höchste Deck. Das zweithöchste Deck bisher war, hat einen T-Score von 73 und das hat einen von 74 gemacht. Weil ich sagen muss, dass mit dem 73, da habe ich auch nur 6-3 geschafft. Ich hatte aber schon mal das zweithöchste Schamanendeck, was ich hatte, hatte einen T-Score von 71,3, also 3 Punkte weniger als das jetzt. Und mit dem habe ich 12-0 geschafft. I wonder. Den zu callen ist nicht besonders gut, aber das ist. Irgendwie hab ich Angst. Wenn jemand direkt irgendwie. Unter Spore-Face. Denke ich mir. Vielleicht callst du doch erstmal schon mal deinen Two-Drop. Vielleicht ist es. Bewegt ihn das dann noch mehr zu traden? Ziemlich gute Karte für, wenn man Flamethrower-Totem in der Hand hat. Wobei, nächsten Zug ich wahrscheinlich einfach den Schredder spiele. Auf Flame Tank Totem wäre clear, ne? Ich weiß nicht, ob es das wert gewesen ist. Denke aber schon. Das Problem, ich würde ihn ja gern hexen. Ich habe nur leider sonst nichts, was ich dann spielen kann. Wäre es besser gewesen, Hex Hero Power? Glaube nicht. Kann jetzt immer noch hexen. Halt einfach nur das Flametang weg, oder? Wäre zumindest das Klügste, würde ich sagen. Flametang und das einer Hero Corn. Ja, und dann gibt's jetzt Hex. Einmal Hex für den Herrn in der dritten Reihe, bitte. Ich glaube, ich spiele den einfach. Das ist. Wobei, es ist ein Biest. Ich mach's mal weg. Ich hab keinen Bock auf irgendwelche Marco Fischari-Kacke. Oh nein! Hm.
Nein, bitte gib mir keine Karte. Okay. Oh Mann, ey. Fünf, sechs, sieben ist recht genau. Knapp nicht. Aber dann trade ich da Peggle mit rein, wa? Werde ich die einfach dabei da rein? Okay, nur MCT kann das Spiel jetzt noch drehen. Vielleicht hätte ich nicht Hero Powern sollen. Den traden, Corrupted Seer. Weiß nicht, ob es gelohnt hat, zwei Totems von mir zu schrotten. Oh man, jetzt packt er nochmal alles aus, was er hat. Dann hat es nicht gelohnt da. All in. Sehr freundlich, dass du fragst. Soll ich die dafür rausschmeißen oder lieber nicht? Das müsste so oder so Lissal sein, oder? Ja, locker. Of course. Okay. Ich weiß ja selber immer nicht, wie ich mit so Trollereien umgehen soll, ob das dann geboten ist, so jemanden rauszuschmeißen. Troll versus Valera. Watch your back. Aber guten Morgen, Wasabio und Ruski Trader. Ach, schon wieder ein Rogue, ey. Das ist aber eigentlich eine perfekte Hand, oder? Krass, so viele Leute da. Guten Morgen an alle. Ich mache aber gleich nochmal eine kurze Pause und mir einen Kaffee. Und hast du lange Haare? Weil ich lange nicht beim Friseur war.
Ach, bist gerade von der Nachtschicht gekommen. Und guckst du jetzt noch ein bisschen zum Einschlafen? Nee, ich habe ganz ehrlich keine Lust auf kurze Haare, von daher habe ich lange Haare. Ganz einfach. Weil sie gerade sehr lang sind. Vielleicht sollte ich wirklich mal zum Friseur gehen. Aber dann werde ich trotzdem keine Kurzhaarfrisur tragen. Und Amano, ja, das ist gerade Mega Man. Mega Man 2. Ach, sehr schön. Ich freue mich immer, wenn jemand die Musik erkennt, die ich hier spiele. Oh, Zap ist jetzt aber ziemlich gut. Aber ich spiele den einfach nochmal, oder? Zusammen mit dem Rubin Prophet. Ich will aber nächsten Zug nicht die Stormforged X spielen. Weil ich sonst mir Zug 7 den Bock Creeper verhaue. Aber ich will eigentlich die Stormforged X spielen. Dann spiele ich jetzt Saboteur Stormforged X. Damit, falls er den Trade macht, kann ich ihn dann hauen. Genau. Das sieht richtig gut aus. Nächsten zwei Züge Bock Creeper. Also hier wäre der Trade ja auch gut gewesen, aber ich dachte mir, warum? Bei Rogue ist es halt eigentlich immer sehr wichtig, dass man ihn, dass man auch viel Damage direkt macht, damit er eben seine Waffe wenig einsetzen kann. Ah, okay. Oder zumindest nicht so, wie er Bock hätte. Ey, dieses Deck ist einfach nur krass. Wie gesagt, das muss nicht unbedingt heißen, dass ich damit auch extrem weit komme. Aber dieses Deck ist einfach nur krass. Ich überlege gerade, es ist nicht eine richtig schlechte Karte bei, oder? Ich. Paladin. I will fight with honor for Doomhammer. Der erste Paladin heute. Und das ist jetzt schon Spiel Nummer 10 oder sowas. 12. Spiel Nummer 12 müsste es sein. Ich weiß immer nicht, ob ich Flametongue am Anfang behalten will. Ich glaube eher nicht. Ja, Thing From Below ist nicht so einfach zu spielen, weil ich jetzt auch nicht so viel Hero Powern will am Anfang. Aber vielleicht habe ich da Glück. Und... Oh Mann, Flame Juggler oder Stormforged X?
Mach mal Risiko. Na, fuck. Das Blöde ist halt, dass wenn man Coin Stormforge X spielt, dass man dann... Okay. Dass man dann Zug 2 ja wieder nur ein Mana hat und ein Mana kann man eigentlich nichts machen. Gar nichts. Außer Karten mit einem Mana spielen. Boah, irgendwie ist noch voll kalt. Ja, jetzt die Frage, trade ich denn? Ich glaube, die Antwort ist ja. Einfach nur, weil ich verhindern will, dass er den bufft. Ey, vielen Dank fürs Folgen. Ich muss mal kurz schauen, wer es war. Ey, Amano, dankeschön. Och, Mann. Ich überlege echt, ob ich Hero Power Tunnel Truck spiele, damit ich den nächsten Zug Ring From Below spielen kann. Wenn er den traden will, soll er machen. Dann hau ich ihn an der Axt. Spellbreaker? Ach, das ist alles nicht so gut. Reicht mir das für ein Hex? Ich glaube ja. Ich muss erstmal ein bisschen Board Control erlangen. Und das hilft mir gerade dabei. Ich habe ja noch ein zweites Hex im Deck. Der wird jetzt hoffentlich nicht direkt den nächsten fetten Drop haben. Okay. Okay, damit fällt die Hero Power weg. Ja, nur Thing from Below ist halt auch nicht so geil, oder? Aber Unbound ist auch kacke jetzt gerade. Ruby and Prophet ist auch nicht so gut. Ach Mann. Hat mir gerade richtig geschadet mit dem Saboteur. Ja, geht jetzt nichts so Wichtiges drauf. Okay. Make warp a value. Tja, und dann? Think that's strange? I wonder. Ja, war nicht wirklich Make Warp a Value, weil
Jetzt habe ich einen Mana Floating, also wenn der 4 gekostet hätte, wäre es genau aufgegangen. Und aufs Gleiche raus. Oh fuck, und wenn ich jetzt nicht mehr zweite Sex finde, dann wird das Ganze finster. Ganz ehrlich, ich glaube, ich sollte da beides reintraden. Ich hätte es mal erst machen sollen. Jetzt habe ich natürlich meine ganzen Sachen auf der falschen Seite. Oh Mann. Ja, ganz ehrlich, da denke ich leider zu selten dran, dass ich den Shredder ordentlich positioniere. Ich meine, hätte auch ein Flametang sein können, dann wäre es noch wichtiger, dass der richtig liegt. Sehr gut. Ja, das hier lohnt sich auf jeden Fall nicht. Ja, einfach die beiden hier. Mal sehen, ob er noch einen Consecration hat. I enjoy raiding. Reporting for duty. Ja, die beiden, oder? Wie schmeckt's? Reporting for duty. Okay. Okay, was kann's denn noch sein? Es kann noch Sacred Trial sein. Natürlich Eye for an Eye. Und diese komische Karte, wie heißt denn das? Wenn ich einen Minion lege, dass der auf 1 AP reduziert wird. Ja, ich glaube, es ist Sacred Trial. Wäre das Liesel gewesen? Wenn ich gar nicht getradet hätte, ja, ne? Ach nee, weil es weitergerutscht ist. Hatte ich jetzt mehr Damage? Das kann ich auch live sehen, ja. Das macht einen. Also super. Guten Morgen. Ich habe einen Add-on, was das macht. Das, was ich jetzt hier benutze, das nennt sich Innkeeper, aber es gibt da verschiedene von. Und ich will jetzt einfach das und nehme an, das Sacred Trial ist und es stirbt. Jetzt ist nur Repentance. Ja, kannst du dir installieren, wenn du magst.
Add-ons sind in diesem Spiel erlaubt, solange sie nur das machen, was du im Grunde auch mit Zettel und Stift machen könntest. Also ich könnte ja genauso gut vor mir eine Liste haben mit meinen ganzen Karten und dann immer die wegstreichen, die ich gefunden habe. Und solange das Add-on quasi an sich nicht mehr kann, ist es erlaubt. Reporting for duty. The victory is yours. Also da kann man nicht gebannt werden. Es ist halt kein Bot oder so, sondern es ist halt wirklich nur eine Liste. Achso, ich mache jetzt aber eine ganz kurze Pause. Moment, ich trage hier noch ein. Und dann mache ich mir aber erstmal schnell einen Kaffee. Es geht aber relativ fix. Ich habe so eine Petmaschine. Was daran liegt, dass ich mir auch immer einen neuen Kaffee machen muss. Wenn ich jetzt eine Kanne hier hätte, dann hätte ich das Problem. Ja, kein Problem. Wie gesagt, gibt's unter, ich glaube, Ding heißt direkt Innkeeper. Ich kann es dir mal verlinken. Da gibt's aber, wie gesagt, auch ganz viele, wenn du danach guckst. Da gibt's auch, ich glaube, das Deck Tracker ist das bekannteste. Und da gibt's verschiedene. Und Innkeeper funktioniert eben zusammen mit Hearthspawn. Das ist auch da verlinkt, also Hearth-PWN. Steht da auch direkt auf der Seite. Und ich hab's mal ausprobiert, weil ich halt sowieso Leser bin von Hearthspawn.com und so weiter. Und dachte so, okay, ja, wenn die irgendwie da zusammenarbeiten, dann guck ich mir das ruhig mal an. So, einen Moment, ich mach mir kurz einen Kaffee. Bathe in flames. Moin Loki, vielen Dank. Oh Mann, das passiert mir total häufig. Ja, es war gemütlich. Fuck, ärgert mich. Aber danke.
Naja, wird schon nicht so wichtig gewesen sein, was ich die letzten 10 Minuten erzählt habe. Ja, dieser Zug ist jetzt ziemlich kacke. Vielleicht erstmal gucken, was da rauskommt. Ja, ich spiele den Tunnel-Truck einfach. Ich meine, warum nicht? Nächsten Zug kommt wahrscheinlich jeder Sunwalker und beschützt den. Schade, ich kann nichts heilen, sonst würde der Shadowboxer auslösen. Der Moonman. Der Mann auf dem Mond. Die Tarstone. Natürlich, was sollte er da auch anders machen? Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ich würde aber mal sagen, ich bin so weit vorne. Und er hat einen Coin und Innervate schon rausgehauen, um mehr Tempo zu machen als ich. Oh, er rammt. Das war eine gute Wahl. Ein Shoot. Also. Nicht, weil ich einen Vorteil davon habe, sondern weil ich glaube, das ist wirklich die richtige Entscheidung gerade für ihn. Ram zu spielen. Er natürlich erstmal noch weiter hinten. Aber kann jetzt vielleicht wieder mehr Initiative aufbauen. Weil der 2-2 hätte ihm nicht viel gebracht. Ich glaube, ich trade ihn weg. Oder? Ich spüre auf jeden Fall den Bock Creeper. Ich glaube, ich trade ihn weg. Allerdings ist der hier hinter schon ziemlich gut. Ah, behalte ich den? Ich glaube, ich behalte ihn. Vielleicht kriege ich es ja hin, dadurch, dass ich ziemlich viel heilen muss. Oh. Ey, vielen Dank fürs Folgen. Mist, ich bin immer zu langsam, muss dann alles danach gucken. Fragga Zero oder Fragga Null. Dankeschön. Den traden, Totem Golem spielen, die beiden rein traden. Warum nicht? Ich habe kurz überlegt, ob ich Hero Power, aber ich glaube, ich spiele die einfach alle. Wieso spiele ich denn eigentlich schon wieder in den Rand? Nachher ist da ein Flammetank-Totem drin und ich habe wieder genau das gleiche Problem wie davor. Ach, manche Leute lernen nicht dazu. Ach du Scheiße. Fuck! Ja, Face? Den kriege ich nicht kaputt. Also ich habe zwei Hex im Deck. Weil ich... 11 HP. Oh Gott, wenn er dem jetzt noch 4 HP und Taunt gibt. Spielt man nicht erst Nourish? Was ist das? Bam! Dieses Deck, ey.
Oh Mann. Ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall ein 12er Deck und ich will aber trotzdem mich da nicht schon drauf freuen, weil es kann in der Arena auch ganz schnell enden. Da kriege ich einmal in der Starthand irgendwie drei Bock Creeper und dann verliere ich das auch mal. Und das kann auch ein paar Mal hintereinander passieren. Erst Knife Juggler und dann Murloc Tidehunter. Ich versuch's. Zug 1, Zug 2, Zug 3. Oh Mann, perfekt. Dann zieh ich dann hoffentlich wieder was. Wobei die Chance hoch ist, dass er jetzt einfach ein Brass hat oder sowas oder ein Claw. Boah, nicht. Dass er einfach gar nichts hat? Er hat Zug 1, Zug 2 und Zug 3 nichts spielen können. Oder hat sich zumindest jetzt entschieden, das mal zu Hero Powern. Also so wird es nichts, ne? Vor allem nicht gegen dieses Deck. Ich glaube, da nehme ich jetzt die Power Maze. Ich warte erst im nächsten Zug. Oh nein! Ich will den da nicht reinschalten. Ich werde jetzt die beiden anderen weg. Och man, hätte er nicht irgendwas anderes da kriegen können. Hat er jetzt aber Glück gehabt. Jetzt bitte kein Yeti, kein Pitfighter, irgendwas, was nicht so viel AP hat. Du warst zum Beispiel. Ja, da will ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt draufhauen. Wie dieser krasse Schredderzug, der kommt einfach nicht. Jetzt nicht die Axt nehmen, weil ich für den nächsten Zug noch Creeper spielen. Weil das nächste richtig fette Viech, was er spielt, wird gehext und dann habe ich das wahrscheinlich gewonnen. Wenn er es jetzt will, was richtig fett ist, ist dann Hex, Stormforge-Hex. Aber das sieht nicht so aus. Nächsten Zug dann eventuell Sunwalker Stormforge Axe. Mal gucken, was er spielt, ob er jetzt noch einen Ironbark hat. Ironbark wäre aber dann dein Verhängnis. Oh, das ist eine gute Kombo.
Wenn ich den jetzt hexe, bekommt er dann +1/+1, wobei hier steht after you summon a minion. Das you bezieht sich auf ihn. Eigentlich sollte das Hex nichts bekommen. Okay, das war jetzt einfach for science. Alles richtig. Der Adult Grizzly muss einfach weg. Hier +1/+1 auf alles Mögliche will ich nicht haben. Und wenn er jetzt noch was krasses liegt, dann was Taunt hat, dann gibt's halt den Spellbreaker. Dudum. Time waits for no one. Go, go. Ach komm. Rechte Verlierer braucht niemand. Bam. 7-0. Krass. 7-0 hatte ich gestern dreimal. Einmal endet es dann aber 7-3. Wobei bei dem ersten Run gestern, ja, 12-1 geendet ist. Weiß ich gar nicht, ob es bis 7 ohne Loss gekommen ist. Ich glaube nicht. Paladin, der zweite Paladin erst heute. Normalerweise sind die ja doch relativ häufig. So, jetzt hoffen, dass ich einen Totem-Golem oder sowas kriege oder Stormforge-Eggs. Weiß nicht, spiele ich dann trotzdem direkt den Tunnel-Truck? Okay. Das ist ein richtig schlechter Anfang. Problem ist, den Tunnel Truck gleich zu spielen, ist, wenn er jetzt Coin, weiß ich nicht, Bloodfan Raptor spielt, dann bin ich voll am Arsch. Good day to kill. Good day to die. Oh fuck, der ist wiederum auch richtig gut gegen Unbound. Ich hoffe einfach, dass er nicht trifft und spiele nächsten Zug den Schredder. Ja, ich weiß dann immer nicht, ob es sinnvoll ist, irgendwie die Sachen zu spielen, nur um sie wegzuschmeißen. Andererseits hätte er natürlich dann noch 2 AP schon weniger. Was auch ein Vorteil sein kann. Aber nicht unbedingt ein Vorteil sein muss. Also vielleicht ist es auch egal, ob er 2 AP mehr hat oder weniger. Bitte trifft den Schredder! Whoops! Sehr gut. Genau das wollte ich haben. Da wird er jetzt das Totem wegmachen. Ja, die Frage ist nur, was spiele ich jetzt? Bomblobber ist dazu schlecht. Ich habe auch keinen Spell, um den Pyromancer auszulösen.
Okay, na gut, den Trade noch nehme ich. Dann gucke ich erstmal, was da rauskommt. Entschuldigen Sie, was kommt denn da raus? Wir nennen einfach jetzt auch Shredder, oder? Ja, den 1-3er, ich weiß. Hätte man jetzt schon machen können. Dann wahrscheinlich jetzt den Trade, Sunwalker. Und dann mal überlegen, ob ich nicht irgendwie den... Ja, wobei, nächsten Zug ist eh Bockcreeper. Außer jetzt kommt irgendwas richtig krasses, was ich hexen muss. Aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, da trade ich einfach beides rein. Oh Gott. Wenn der jetzt den 4-1er trifft, das ist scheiße. Okay, ein Glück. Ja, ich glaube, da trade ich einfach beides rein. Oh, speeding up. Ein Bockcreeper davor. Geil. Ja, und dann kommt irgendwann der geile Tunneltruck Anbau und Totem Golem Zug. Follow the rules? Okay. Das ist sogar besser als Follow the Rules, würde ich sagen. Reporting for duty. Ich überlege, ob ich den so trade und dann, ich glaube, ich mache erstmal das. Das ist wahrscheinlich Avenge, genau. Werde ich die da jetzt beide rein? Ich denke schon, oder? Ich könnte auch den traden, Bomblobber. Aber wie gefährlich ist so ein 1-1er? Kann ich jetzt den geilen Overload-Zug machen? Tunneltruck 1 Mana, 2 Mana, 3, 4 Mana, 7 Mana. Passt. Wow. Was ein hektischer Song. Ja, ich denke, das wird jetzt Hex werden, oder? Oder lieber Bomblobber? Bomblobber ist eigentlich gut genug, oder? Weil Hex kann ich dann immer noch auf Sachen machen, wo der Bomblobber dann nicht reicht. Und dann fange ich jetzt mal an zu Hero-Powern. Good Day to Kill ist aber irgendwie ein cooler Name, wobei ich glaube Good Day to Die schöner finden würde. Wird er wahrscheinlich nicht wissen, aber bei Warcraft 2 gab es immer den Cheatcode It's a Good Day to Die. Wenn du den eingegeben hast, waren alle deine Einheiten und steht, also Gebäude, unverwundbar und waren 10-mal so stark. Tja, die Frage, warum weiß ich so? Das ist, weil ich damals gecheatet habe. Nein, ich natürlich nicht. Niemals! Peter an die Wand. So, spiele ich den Bloodstained Raider noch dazu? Nee, ne? Oh fuck, ich habe gerade überlegt, so, was könnte denn jetzt noch kommen, was mir das Spiel versaut? Ja, Corrupted Seer.
Eigentlich ist es zu perfekt, um es nicht zu tun, oder? Andererseits sind es halt auch einfach nur ein Einer. Da könnte ich auch einfach alles wegtraden. Wie viel Damage sind denn das hier überhaupt? 13. Also Hex und Dings würden natürlich hier alles killen. Aber auch meine Sachen werden alle sehr low und beim Consecration würde nur das übrig bleiben. Ja, ich mach das aber. Ich meine, er ist auf 3. Und ich meine, eine bessere Antwort auf Onyxia gibt's ja auch einfach nicht. Ja. Dieses Deck ist insane. Besser wird so ein Charmant-Deck nicht. Klar, man könnte da noch ein paar Feuerelementare und so rein tun. Letztendlich geht es ja immer besser. Da könnte auch 10-mal Dr. Boom drin sein. Aber so was in der Arena möglich ist, glaube ich. Also wie gesagt, rein von der Hearthstreamer-Punktzahl. Ich habe jetzt den Hearthstreamer... Oh Gott, wie viele Arenen gespeichert? 433 Arenen gespeichert. Und das ist das beste Deck, das ich bisher hatte. Das beste von 433 Arenen. Zumindest nach dieser Punktzahl. Ich glaube, ich spiele erst Tidehunter, damit falls er den nicht pingt, kann ich mit Totem Golem, Flametang, vielleicht direkt irgendwas traden. Bundletrock ist halt wirklich nicht so geil, direkt am Anfang. Wenn man nicht weiß, dass man Zug 2 Overlord spielen kann. Also wenn ich jetzt einen Totem Golem in der Hand gehabt hätte, hätte ich ihn natürlich gespielt. Oder einen Stormforge Axe. Und wie schmeckt's? Ja, jetzt kann ich den auch spielen. Wenn er den da rein traden will, dann ist er selbst schuld. Das war Glück mit dem Totem jetzt. Das war wirklich Glück. Ich hab den noch nie gespielt, diesen Thunderbluff-Variant. Das fände ich ja immer geil, wenn man mal eine Liste am Ende nach einer Arena kriegen würde und sehen würde, wie oft man welche Karte gespielt hat. Also einfach, wenn so Zahlen hinter den Karten auftauchen. Ja, das ist Blizzard dann wieder schon zu sehr für Profis oder sonst irgendwas. Das verwirrt die Anfänger nur. Ich finde das ja witzig. Eigentlich bin ich auch wirklich der Einzige, der das witzig findet. Ja, Shredder ist jetzt nicht so geil, weil dann trailt er den hier rein und den trailt er in den Shredder. Weil ich das Gefühl habe, dass relativ oft irgendwelche Karten komplett nie gespielt werden. Ich weiß, dass ich mal eine Arena hatte. Ging auch nicht so lange, 6-7 Wins oder so. Und da hatte ich zweimal diesen 10 Mana 10-10 kommen. Faceless Behemoth oder so, was heißt der? Hatte ich zweimal im Deck. Und ich weiß, dass ich keinen von beiden auch nur einmal spielen kann. Okay, so kann man auch seine Flame Cannons durchbringen. 2 Ein-Mana-Kreaturen weggefegt. War nicht schlecht. Ja, das ist jetzt aber auch alles nicht so geil. Ich überlege, ob ich wirklich den lieber spiele, weil einfach 3-6 jetzt gut ist. Und er kann den nicht liegen lassen.
Mal diese strangen Resident Evil Musiken. Ah, das erkenne ich wirklich auch sofort an den Geräuschen. Oh fuck. Keine würde ich traden. Der Vorteil ist, dass mein Fame-Tank immer noch liegen bleibt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß genau der Vorteil ist, aber. Ja, sehr geil. Ich hatte noch überlegt, ob ich sonst nochmal Totem probiere, aber ich glaube, ich hätte trotzdem einfach den Shredder gespielt. Ey, es ist immer so geil, wenn das Flametank-Totem so lange liegen bleibt. Also, für denjenigen, der Schaman spielt, ist es geil. Für den anderen ist es meist nicht so geil. Der denkt sich meistens, nicht so geil. So, dann testen wir mal, wie viel Removal er hat. Bockcreeper Nummer 1. Eins. Okay, dann kommen wir sofort zu Testobjekt Nummer 2. Oh, ich glaube, da spiele ich den Corrupted Seer, oder? Den einen traden, den einen traden. Das ist noch ein 6-4er. Weil je nachdem, was da rauskommt, vielleicht nicht so. Aber den töten ist schon sinnvoll. Ah, fuck. Ah, ich wollte jetzt den Bockcreeper nicht so opfern. Allerdings vom Tempo her wäre es natürlich viel besser gewesen, weil dann hätte ich schon längst einen neuen Bockcreeper da liegen. Trade ich den? Oh Mann, jetzt wird der sogar noch geheilt. Muss den aber traden. Ach Mann, wieso? Ich hätte den auch silenzen können. Das wäre viel besser gewesen. Hätte ich beide weggetradet und hätte noch die beiden gespielt. Das wäre viel besser gewesen. Das war dumm. Misplay! Ja, war generell nicht so clever mit dem Corrupted Seer, weil dafür habe ich ja den Corrupted Seer jetzt nicht mehr und so viel gebracht hat es mir nicht. Aber ich meine, er hat keine Karten mehr. Also nicht, dass ich jetzt noch so viele hätte, ne? Hätte man natürlich jetzt auch Hero powern können, statt noch den Saboteur zu spielen. So, er kriegt nichts kaputt. Wie viel Damage habe ich denn jetzt noch? 10, 13, 17. Okay, great. Where's the place? We'll be right there. This one has the password. Sounds heavy. Okay, let's get it over with in 10 minutes. But a single minute is such a Ich heb mir die noch auf. Also ist jetzt nicht so, dass ich die nicht auch einfach rausschleudern könnte. Aber es wirkt nicht, als ob ich die brauche.
Und man weiß ja nie, was er noch hat, ne? Nachher, im nächsten Zug kommt der Swing und dann ärgert man sich. 9-0, ey. Wie krass. Mach ich jetzt jeden Tag einen 12-0er-Run? Jeden Tag. Einen habe ich schon mal. Aber bei 9-0 kann man noch mal größenwahnsinnig werden. Okay, ein Mage. Zweiter. Ist der gleiche nochmal? The Turk? Nein. Davor hieß Sky. Ich glaube, den Stormcrack will ich am Anfang nicht haben. Das ist ein bisschen zu viel Overload. Totem Golem werde ich sofort spielen. Coin MechWarper. Totem Golem. Tunnel Truck, Totem Golem. Ey, gibt's einen besseren Anfang? Tunnel Truck, Totem Golem, MechWarper. Ja, es gibt einen, den man den nicht frostboltet. Aber hey, wenn der Gegner einen One-Drop frostboltet, dann weiß man, hat alles richtig gemacht. Krass, wie viele Leute mir zugucken. Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Okay, kann sich's offenbar leisten. Ich hätte jetzt probieren können mit dem Totem, aber es ist eine Chance von 3/4, dass es nicht funktioniert, den zu heilen. Und ich meine, wenn er jetzt den dingt und nur einen 2-Drop spielt, ist es auch ein Win. Und ich meine, es ist ein 1-for-1 und er hat 2 und er hat 4 Mana für den ausgegeben und eine Karte. Oh Mann, nun ist der Kaffee wieder alle. Also fast. Ja, das ist nicht das, was ich haben wollte. Aber ich trade den. Ich meine, an sich ist es ein 2-2er. 2-2 in 3-2. Besser geht's doch gar nicht. Ich glaube, ich hau jetzt aber den Coin raus. Weil ich den gerne jetzt noch hätte. Dann habe ich auf dieser Seite Totem, was ich raussteuern kann. Auf der Seite habe ich erst den Trog und einmal den. Und es ist auch ein Board, wo einem der Blizzard jetzt, wo ihm der Blizzard jetzt nicht so viel bringt. Ich muss nur nächsten Zug wirklich auf den Flamestrike aufpassen. Ich will jetzt gar nichts mehr. Und wenn er jetzt Flamestrike spielt, kann ich nächsten Zug immerhin Totem, Nerubian Prophet und hab eine Axt in der Hand. Was natürlich gerade jetzt ein bisschen blöd war, aber ich wusste ja nicht, dass ich den Bockcreeper ziehe, dass ich die Axt in die Hand genommen habe im letzten Zug und dadurch jetzt keinen Bockcreeper spielen konnte. Da wäre der Bockcreeper natürlich deutlich besser gewesen. Hier zaucht es Wasser Elementar. Einfach nur, falls er hier schafft, alles wegzuräumen und mir die ganze Zeit ins Gesicht zu hauen, dann bin ich einfach das ganze Spiel eingefroren. Ich will, auch wenn ich dann nächsten Zug die Axt nicht benutzen kann, übernächsten Zug würde ich sie gerne wieder benutzen. Ihr kommt.
Ah, kein MP. Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob Corrupted Seer gut genug ist, aber dann spiele ich einmal den anderen Bock Creeper. Oh Mann, Spannung steigt. Ein Glück. Das sieht jetzt aber gar nicht mehr so gut aus. Es ist halt kacke jetzt mit dem Schredder, weil das nicht funktionieren wird, dass ich die Power Maze dann kaputt mache nächsten Zug. Ach du Scheiße. Okay, den kriege ich nicht weg. Ich brauche dringend einen Hex. Komm, ich habe zwei im Deck. Ich habe noch keins gefunden. 2 aus 15. Ah. Können wir den auch wieder auf die Hand spielen, dann vielleicht normal spielen. Go Hex! Hat er noch einen Flamestrike? Servant of Yoxaron, oh Gott, in a Rage auf. Sich selbst. Hex, du bist zu spät. Ich überlege, ob ich den da reinhau. Den spiele ich nochmal, hex aber den und hau dann auf den drauf. Elements guide me. Dafür besser auf den. Ich hätte ihn erst spielen sollen, dann wäre er nicht kaputt. Ach man, ich Idiot. Das war dumm. Ach, ist der Murdoch, der überlebt das sowieso. Oh Gott. Ich habe meinen eigenen Missplay überlebt. Mann, das wird nichts mehr. Könnt da alles reintraden. Ich glaube, es ist sogar der beste Zug. Er hat auch keine Karten mehr. Jetzt mal rein theoretisch ist mein Hero Power besser als seiner. Bitte kein Mirror Entity. Okay. Hoffentlich ist es einfach nur ein Effigy. Als hätte er nicht gespielt. Oh Mann, Top Deck Wars. Das wird ein Counterspell sein, würde ich mal tippen. Oh, wie gut. Das ist ein Duplicate. Ach fuck, hätte ich doch die blöde Spinne erst kennen sollen. Vielleicht.
Ach, das war dumm. Ich hätte. Mann, die Missplays nehmen zu. Oh Gott. Mann, das hätte ich gewonnen gehabt, wenn er jetzt da nur irgendwelche blöden Spinnen hinlegen würde. Gib mir einen Bock, Creeper. Oh ja. Do not push me. Do not push me. Oh Gott. GG. Oh Gott, ey. Zehn zu 0. Unverdient gewonnen. Ja, irgendwie schon. Irgendwie hast du da leider recht. Aber der wichtige Teil von der Chatnachricht ist der hintere. Na gut, weiter. Unpornbar. Unsehr gefailed. Ja, ich muss ja immer sagen, ich finde, solange einem die Missplays auffallen, ist das sogar noch in Ordnung. Die Leute, die immer erzählen, ich verliere immer nur, weil die Gegner mehr Glück haben als ich. Den würde ich mal bescheinigen, die sehen ihre Missplays einfach nicht. Das ist der gleiche von eben, oder? Ja, das ist nochmal, es ist ein Rematch. Mehr Zeit nehmen für den Zug. Ja, das stimmt allerdings. Ich spiele generell. Na, nicht generell, aber ich bin meistens zu schnell. Also, wenn ich mir gucke, die guten Streamer, die sehr, sehr weit kommen, die ropen sehr, sehr viele Züge und ich mache eigentlich immer sofort zack, 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 zack. Ja, das wird jetzt aber auf jeden Fall Stormforge X. Und Zug 2 dann entweder Juggler oder Tidehunter, mal gucken. Zug 3. Da hast du schon recht. Das sollte mir mehr Zeit lassen. Yeah! Muss sagen, ich werde aber auch gerade ein bisschen nervös. Einmal viele Leute, die zugucken und dann 10-0. Ihr merkt schon, jetzt fängt's an mit den Ausreden. Ja, ich bin ja auch nervös und das ist ja schon. Ey, vielen Dank fürs Folgen. Bedrock 23, Dankeschön. Was ein Start, ey. Und jetzt noch genau den Overload gespielt. Zug 6 hätte ich ihn dann nicht mehr spielen können, weil ich Zug 7 ja den Bock Creeper spielen mag. Da muss ich nächsten Zug auf jeden Fall dran denken, falls jetzt irgendwas kommt. Mit Overload nicht spielen. Wie vielen Leute Nikos? Für mich ist das viel. Das ist ja nicht, wie viele die immer beim Zocken zugucken, aber für mich sind 25 ganz schön viel. Ich weiß, dass es sehr viele, sehr viel größere Streamer gibt. Ja, nee.
könnte ihn zwar heilen, aber ich glaube, ich trade ihn weg. Da hätte man jetzt auch überlegen können, ob man entweder Hex spielt oder ob man den Murloc killt oder das Totem. Beides Vor- und Nachteile. Ja, Zug 7, Bock Creeper. Bock Creeper ist der neue Dr. Seven, zumindest in der Arena. Aber es war letztendlich nichts Krasses, was da lag, also von daher. Ich muss probieren, den zu heilen, oder? Ja, selbst wenn nicht, dann, er kann nur eins pingen. Entweder er killt jetzt den Bock Creeper oder er macht das Divine Shield weg. Oh, oh Gott, durch das Portal. Ja, das wird auf jeden Fall ein Hex. Da bringt mir dann das Divine Shield jetzt auch nichts gegen die Viecher, oh Mann. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich erst Knife Juggler und die Sachen spielen will, aber ich glaube nicht. Und ich werde wieder Totem spielen diesen Zug. Und mir den Two-Drop noch aufheben. Ich wollte es den Frosch aber entfernen. Also ich hätte ja auch sonst Face gehen können und dann erst Hex spielen. Ich wollte es aber schon in der Reihenfolge machen. Nur weil ich hier alles removen will. Ich glaube, ich spiele Bock Creeper und Flame Tongue. Und Flame Tongue dann die beiden in den rein. Okay, irgendwie war gerade der Knife. Messer nicht zu sehen. Der Knife. Immer dieses Denglisch. Okay, das ist einfach mal One-Off-Lethal. Oh Mann! Face! Das Schlimme ist, ich habe halt kaum Face oder Burst Damage oder sowas in diesem Deck. Ach Gott, ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich machen soll. Wenn er es schafft, das Board zu clearen, dann werde ich das wahrscheinlich gewinnen. Dann komme ich nicht mehr zurück. Oh. Okay, er sucht nach Antworten. Oh Mann, wie krass, ey. 11-0. Wow.
GG. Ey, ich habe gestern schon eine 12-0 hingelegt. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Das ist schon was Besonderes, zumindest für mich. So, zur Feier des Tages die gute Hipster-Cola. Mal gucken. Vielleicht Feier, vielleicht wird es auch ganz traurig, weil ich jetzt dreimal in Reihe verliere. Ey, aber nochmal ganz kurz. Wie abgefahren ist denn dieses Deck bitte? Also es gibt einfach in diesem Deck keine schlechte Karte. Wir haben hier mit Corrupted Seer einen guten Boardclear. Boardclear ist somit das Schwierigste für Schamanen, weil es halt eigentlich nur Lightning Storm gibt. Und Elemental Destruction. Und das eine ist eine Rare, das andere ist eine Epic. Von daher sieht man die im Grunde fast nie. Wir haben im Late Game 3 Bog Creeper und den Thunderbluff Valiant. An Removal haben wir eigentlich gar nicht so viel, aber wir haben einen Spellbreaker, wir haben einen Bomblobber, wobei wir doch, wir haben ganz schön viel. Wir haben zweimal Hex, was übelst gut ist. Stormforged Hex, Power Maze, Stormcrack. Ja, und dann so ein bisschen von allem. Genügend gute 2-Drops, genügend gute 3-Drops, auch im Grunde nichts Schlechtes dabei. Zwei Tunnel Drogs, Flame Juggler. Okay, das geht. Das ist die richtige Musik dafür. Wer es nicht weiß, das ist quasi die Bossmusik aus Final Fantasy VI. Game sieht jetzt so blass aus, weil ich hier voll die Sonne ins Gesicht krieg. Also wie gesagt, ich gehe immer nach, oder das heißt, ich gehe immer danach, aber ich trage die Sachen alle bei Hearth Arena ein. Und da gibt es ja dann immer so eine Bewertung für das Deck. Und ich habe schon über 400 Arenen da eingetragen. Und das ist mit Abstand das beste Deck, das ich bisher da hatte. Aus über 400 Arenen. Sehr gut. What? Versus Gul'dan! Your soul shall be mine for Doomhammer. So, ein Warlock. Okay, das ist der erste Warlock heute. Oh Gott, vielleicht hätte ich Corrupted Seer behalten sollen, wenn er so ein abgefahrenes Zoo-Deck hat. Dein Deck ist hart OP, ja. Aber der hier steht auch 11-0. Ich glaube, sein Deck ist auch hart OP. Anscheinend nicht so OP wie meins. Stormforged Axe und dann den Trade machen. Hey, ich muss den Trade machen. Aber Stormforged Axe ohne dann zuzuhauen ist halt irgendwie kacke. Ja. Ich glaube, ich nehme jetzt noch den Mech Warper. Gehe hier mit Face und da ich noch so viel AP habe, hau ich den. Und soll ja gucken, ob er tradet. Hört ihr nicht?
Wobei es ganz schön viel wird, wenn er jetzt wiederum Face geht und ich den dann nochmal haue. Dann bin ich schon ganz schön low. Okay, den Sinn sehe ich jetzt gerade nicht so. Und wenn dass ich den so wegtraden könnte, kann ich auch Flame Tank spielen. Ich glaube, ich spiele jetzt den Thunderbluff Valiant, weil Warlocks grundsätzlich eher ein Problem haben mit Removal. Und wenn er nicht Siphon Soul hat, dann kriegt er den nicht kaputt. Ich wüsste gerade zumindest nicht, wer den kaputt kriegen sollte. Leroy? Also ganz ehrlich, das hat er schon verloren. Do not push me! Scurvy Dog! Ey Reynard, was machst du denn hier? Oh, so fair. Ist das Lisa? 7, 8, 9, 13. Domcrack geht nicht fest. Deal Damage to a Minion. Ey, was ein absurdes Deck, ey. Was ein absurdes Deck. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich dieses Deck nach dem Draft mir angeguckt habe und dachte, okay, 12-0. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Aber wirklich, das war der erste Gedanke, den ich hatte. Das ist 12-0. Kein Feuerelementar, kein Fireguard Destroyer, keine Legendary. Ist egal. Das Deck ist einfach nur absurd stark. Das ist einfach nur krass. Ist das griechisch? Nee, es ist wohl russisch. Weil ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Ach Gott, ja. Ich sonne mich noch ein bisschen in dem Lichtschlüssel. Prost. So, und dann gucken wir mal, was es da gibt. Was gibt es denn? Niemand kann was gegen dein Deck. Ne. Auch bitte kein Russisch. Ich weiß immer nicht, was es heißt und dann ist es Kacke. Kann das nicht. Kann kein Russisch. Ich schmeiß ihn mal raus. Das letzte war laut Google irgendeine Beleidigung. So. What? Zwei Packs und 445 Gold, habe ich mich da verrechnet? Nee, 205, 400.
25 Gold. Oh Mann, krass. Ja, nicht nur 12, sondern 12-0. 12-2 ist ja nochmal eines, aber 12-0. Aber wie gesagt, das Deck war auch, das ist so krass stark. Hat sich wohl gelohnt, ja, allerdings. Das einzig traurige daran ist jetzt immer, dass ich wahrscheinlich direkt vom nächsten Deck wieder enttäuscht sein werde und dann fliege ich mit drei Wins irgendwie raus und denke mir so, oh nee.